Hallo Leute und willkommen zurück zu Stardew Valley. Es ist Mittwoch, der 24. Ich werde jetzt erstmal den Jonas in die Luft werfen und dann schauen wir direkt ein bisschen Fernsehen. In der Hoffnung auf ein neues Rezept. Wiederholung. Okay, ich bin gespannt. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist Tortillas. Wie viele von euch verdrücken gerade einen Fertigburrito aus der Mikrowelle, während sie meine Sendung schauen? Schämt euch! Ihr könntet genauso gut eure Bohnen in einen alten Putzlappen wickeln. Hört mir gut zu, wenn ihr einmal meine frischen, rustikalen Mais-Tortillas ausprobiert, könnt ihr nie wieder zurück. Du weißt bereits, wie man Tortillas macht. Ach so, wirklich? Wusste ich das echt schon? Ich muss mal eben kurz schauen. Ich weiß gar nicht, habe ich denn schon einen gemacht? Ich guck mal eben, wo haben wir es denn hier? Sammlung? Rezepte, Tortillas. Das sieht aber nicht so aus, als hätte ich schon einen gemacht, oder? Tortilla, nee, das auch nicht. Blaubeertörtchen? Nee, nee. Das hier ist ein Salat. Okay, dann schaue ich jetzt einfach mal eben in der Küche, was wir dafür so brauchen. Vielleicht fällt es mir dann doch wieder ein oder ich sehe es, dass wir es schon gemacht haben. Überbackener Blumenkohl, Gemüseeintopf. Da, Fischtaco, nein, Tortilla müsste man doch eigentlich erkennen, oder? Pizza, das sind die Suppen, Rhabarberkuchen. Nee, das auch nicht, das auch nicht, das sowieso nicht. Ja, wo haben wir es denn? Das muss man doch total erkennen, oder? Bin ich jetzt doof? Kohlsalat, Fischsuppe, nein, Schneckengericht. Leute, wo ist denn das? Also, Spiegelei-Omelette, Salat, überbackener Blumenkohl, Pastinakensuppe, Gemüseeintopf, gebackener Tintenfisch, komisches Brötchen, Fischtaco, Pfannkuchen, Kartoffelpuffer, Süßkartoffeln, Bohneneintopf, Pizza, Pilze, Barsch, Paprikapopper. Bin ich blind, wenn mich das Spiel veräppeln? Milchreis, Aubergine, Parmesan, rote Platte. Ah, einmal Mais. Aber das habe ich doch noch gar nicht gemacht, sonst wäre das doch hier drin, oder? Sonst wäre das doch tatsächlich hier drin. Nochmal eben gucken, einfach nur so ein rundes... Nö, habe ich noch nicht gemacht. Okay, weiß ich Bescheid, dass ich da auf jeden Fall ein bisschen Mais brauche. Und ich glaube, den nehme ich auch direkt schon mal mit, oder? Dass wir das jetzt auf jeden Fall schon mal hinter uns bringen. Wo habe ich denn noch Mais? Habe ich überhaupt noch Mais? 15 Mal, ach ja. Komm, dann machen wir jetzt einfach mal Tortillas. Oh, Luisa, nochmal eben lieb haben, wenn du hier gerade so rumstehst. So, da haben wir es doch schon. Und haben jetzt keinen Platz mehr hier in der Kiste, ne? Soll ich mal langsam anfangen, auch diese hier zu nutzen? Ich meine, ich kann das anhand der Kiste sowieso nicht mehr auseinanderhalten, was ich da schon alles habe und was nicht. Ja, Leute, heute geht es auf jeden Fall zu Clint und zu Gunther. Und ich habe ja nach wie vor die Hoffnung, dass in den Geoden irgendwas Tolles drin... Huch, irgendwas Tolles drin ist. Das wäre so, so gut. Und ich glaube, ich werde mir auch langsam mal hier eine Kiste hinstellen, wo ich ja ein bisschen was lagere. Das muss jetzt nicht super viel sein, aber dass wir die Maschinen direkt immer von hier aus befüllen können, das wäre ganz cool. Ja, neue Saat kaufe ich sowieso nicht. Und jetzt geht es erstmal zu den Tieren und ich klatsche den ganzen Kram hier nach unten. Da werde ich auch mein Inventar heute auf jeden Fall noch ausleeren müssen, bevor wir dann zu Clint gehen. Und ich sehe gerade, dass die Silos anscheinend leer sind, denn hier vorne ist nichts mehr drin. Es ist Mittwoch, das bedeutet, wir könnten ein bisschen Heu kaufen, wir könnten auch Gras kaufen, wie auch immer wir das gerne wollen. Pizza sieht in Ordnung aus, das ist schön. Lasst ihr mich denn bitte da vorbei. Das wäre super nett. Geht ihr aus dem Weg, ihr Lieben? Kann ich mir das hier nämlich noch schnappen? Dann packen wir da ein Entenei rein. Hier kommt von mir aus das Große hin. Und das andere, nein, möchte ich nicht essen, kommt hier hin. Wow, schaut mal unsere Eiersammlung. Das ist schon eine Hausnummer hier, was wir alles haben. So, ihr Lieben, ihr könnt nach draußen. Und es hat sich vorhin so angehört, als würde es heute regnen. Es regnet ja gar nicht. Irgendwie dachte ich das. So, ihr Lieben, da bin ich gespannt, wer heute was für mich hat. Tello, Focaccia, wie auch immer. Rigatoni hat schon mal nichts. Lasagne, meine liebste Lieblingskuh. Oh, das sieht auch nicht gut aus. Tello hat gerade keine Milch. Aber hier haben wir nochmal Milch. Und, ja, ich wollte nicht Tello, ich wollte hier die wundervolle Kuh. Focaccia, bist du das? Nee, Quatsch, Focaccia ist doch keine Kuh. Tiramisu hat gerade keine Milch, okay. Und Ciabatta hat auch keine. Was ist denn mit dir da hinten? Dich habe ich jetzt noch vergessen, ne? Du hast Milch, ach ja, supi. So, aus dem Weg, ihr Lieben. Rigatoni sieht ganz in Ordnung aus. Oh, muss ich dich öfter lieb haben? Rigatoni, du hast noch keine vollen Herzen. Das finde ich ja nicht so schön. Also einmal Milch, zweimal Milch, dreimal Milch. War es das jetzt wirklich? Ja. Das war's wirklich. Okay. Gut, dann kommt der hier weg und dann geht es für euch heute auch nach draußen. 8.50 Uhr. Bin ich heute ein bisschen schneller? Hab so das Gefühl, sonst brauche ich immer noch ein bisschen. Aber gut, wie sieht's hier aus? Scheren kann ich niemanden, alles klar. Dann nehme ich einfach nur ein bisschen Wolle mit. Komm aber mal kurz rum zum Liebhaben, damit auch meine Schweine hier noch mehr Trüffel finden, als sie es... Komm.
habe, schon, als sie es von sich aus schon tun. Und das ist ja schon eine Menge. Also ich glaube, Trüffelprobleme werden wir nie haben. Wobei auch nie irgendjemand Trüffel möchte, ne? Also ich habe noch nie irgendwie eine Quest gesehen, wo stand, hey, bring mir Trüffel oder Trüffelöl. So, das kommt da rein und dann geht es für die Häschen auch nach draußen. Also, heute ist Mittwoch. Das bedeutet, wir könnten... Was könnten wir in der Wüste kaufen? Geoden? Waren das Geoden für 1000? Irgendwie sowas war da doch, ne? Dienstags in der Kanalisation und mittwochs in der Wüste. Also das verkaufen wir, das verkaufen wir. Und jetzt werde ich wohl oder übel einfach mal alles andere hier so einlagern. Also das brauchen wir nicht. Trüffel brauchen wir gerade nicht. Das kommt alles weg. Soll ich die mitnehmen? Ich habe jetzt da noch einen dran. Ich hau jetzt das erstmal weg. Da öffnen wir die Geoden. Ne, wisst ihr was? Ich packe das alles weg. Damit wir da auch jetzt tatsächlich genug Platz haben. Ich hoffe, das reicht. 7, 9. Ja gut. Wird schon irgendwie hinhauen. Und da haben wir ein bisschen Kieferntherne. Nehme ich aber besser später mit. Und dann drückt bitte die Daumen, dass irgendwas Cooles in den Geoden drin ist. Das wäre so, so schön, wenn wir da jetzt endlich mal weiterkommen. Ach ja, Geburtstage, weiß ich auch gar nicht mehr, wie es momentan aussieht. Oh, George, Lauch und gebratene Pilze. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Ein süßes Mädchen, das mir Seegurken bringt. Ich nehme es mal an. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich noch Seegurken habe. Oh, Jace, wo gehst du denn hin? Gehst doch wahrscheinlich ins Museum, oder? Um da mit Vincent und Penny ein bisschen zu lernen. Also, mein lieber Clint, ich lege all meine Hoffnung in meine ganzen Geoden. Und wir fangen erstmal mit denen hier an. Da dürfte ja eigentlich nichts drin sein, was wir noch nicht haben. Malachit, Eisenerz, oh, 10-mal, nicht schlecht. Was ist das nochmal? Schiefer oder so? Ja, genau. Stein, okay. Das kennen wir auch schon, getrockneter Schleim oder sowas? Ja, genau. Erdkristall ist auch okay. Und das kennen wir natürlich auch schon. Kalzit. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Die gefrorenen Geoden. Das ist nur Leben. Och Mann. Oh, Leute, das kennen wir noch nicht. Das ist ein Opal. Den kennen wir noch nicht. Geil. Oh, super. 5-mal Steine. Okay. Das kennen wir schon. Was auch immer das ist. Geminit. 10-mal Steine. Okay. Das kennen wir auch schon. Oh, bitte noch eine Sache. Das wäre so geil, ne? Das ist Golderz. Nee, ach schade. Kennen wir das? Was ist das? Pyrit, ja, kennen wir. So, letzte Chance. Und Kohle. Naja, okay. Naja, okay. Also, wir haben jetzt, wo ist er denn? Wir haben den Opal und wir haben, ja, die prähistorische Rippe. Okay. Sind das auf jeden Fall schon mal zwei Dinge, die wir da spenden können? Und der Sammlung dann wenigstens wieder etwas näher kommen. Mein lieber Gunther, ich möchte gerne etwas dem Museum spenden. Und zwar diesen wundervollen Opal. Wo packe ich den denn jetzt hin? Hier unten? Das wird ja wahrscheinlich eh alles nicht mehr voll, ne? Aber ist egal. Oh, eine Belohnung sogar? Damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Was gibt es denn Schönes? Faultier-Skelett M kann in einem Haus platziert werden. Och ja. Dankeschön, Gunther. Aber ich bin echt froh, dass wir da ein wenig weitergekommen sind. Und ich glaube, jetzt würde ich ganz gerne einmal durch den Wald reiten, in der Hoffnung auf kleine Würmchen oder so. Wir könnten natürlich auch angeln, ne? Aber gut, ich reite jetzt erstmal unten rum und gucke, ob da irgendwas ist. Hallo Hayley, mit dir möchte ich quatschen. Falls dir je langweilig sein sollte, komm einfach vorbei. Ich wollte dich nicht angreifen, ich wollte eigentlich noch ein bisschen quatschen. Aber gut, hallo Sam. Hey, irgendetwas riecht gut, wie Pizza. Das bin ich. Ach ja, der Sam, kann's weitergehen, mein Lieber. Schaue ich mal, ob ich für ihn später noch eine Seegurke finde. Also jetzt einmal komplett hier unten rumreiten in der Hoffnung, dass wir da noch ein bisschen was finden. Also rechts ist jetzt gar nichts, ne? Bedeutet, ich kann eigentlich hier weiter und vermutlich werden es nur wieder Pilze oder Brombeeren sein. Der Pfeil geht auf jeden Fall dahin, der hier geht weiter nach unten. Und er geht noch weiter nach unten und das bedeutet, da ist rein gar nichts. Okay, schade. Dann reite ich jetzt erstmal wieder auf die Farm, packe mir vielleicht mein ganzes Inventar wieder voll. Und dann gucken wir, ob wir die Seegurke haben und reiten dann vielleicht nochmal oben rum, dass wir eventuell nochmal am Bahnhof vorbeischauen. Hatten wir nicht da auch das Glück in der letzten Folge mit der Rippe? Oder war das unterm Haus von Robin? Da haben wir nämlich auch was gefunden. Ach, ich wollte doch bei Mani ein bisschen Heu kaufen. Wollen wir das noch eben machen? Komm, es ist 12.50 Uhr. Und es ist Mittwoch, da müsste sie ja eigentlich jetzt da sein. Mani, meine Liebe, ich bin mal wieder da. Oho, Bürgermeister Lewis.
Ich will nur sicherstellen, dass Manis Geschäftsanforderungen alle erfüllt werden. Ja, ja. Ist klar, mein Lieber. So, Tierbedarf. Und wir kaufen... Ach, wie viel kaufe ich denn? Keine Ahnung. 100, 200? Eigentlich total egal. Komm, ich kaufe jetzt... Ich kaufe jetzt 200 erstmal. Ist dann schon okay. Müssen wir gucken, wie viel wir dann vor dem Winter tatsächlich im Silo haben. Dass wir da auf jeden Fall noch so weit aufstocken, dass unsere Tiere da tatsächlich durchkommen und nicht wieder hungern müssen. Ich hoffe sehr, dass ich noch eine Seegurke habe. Das wäre total schön. Ich haue aber jetzt erstmal diesen ganzen Kram hier weg. Das kann weg, das kann weg. Erdkristall kann ich rein theoretisch behalten. Das kann auch weg. Lehm kann dann hier rein. Und lasst mich mal eben überlegen. Ich nehme das schon mal mit, das schon mal mit. Und das kann ich auch schon mal mitnehmen. Dann habe ich jetzt die Steine, die auf jeden Fall weg können. Hier habe ich noch fünfmal... Was? Ich habe nur noch fünfmal Kohle? Oh, Leute! Das ist ja krass. Ich brauche Kohle. Wusste ich jetzt gar nicht. Okay, okay. Und wie sieht das aus? Haben wir noch eine Kiste? Nee, haben wir nicht mehr. Dann schnappe ich mir nämlich direkt ein bisschen Holz. Dann machen wir da auf jeden Fall noch eine Kiste. Ach, Quatsch. Ja, die wollte ich nicht wegpacken. Ich wollte die hier wegpacken. Und das hier kommt dann... Kommt dann ins Haus zu den ganzen Deko-Gegenständen. Ist schon okay, oder? Wie sieht es jetzt aus mit einer Seegurke? Jo, ich habe noch zwei. Und da ist jetzt noch der dran. Den kann ich doch jetzt rein theoretisch wieder hier hinpacken. Genau. Dann schauen wir mal. Also hier ist die komplette Kiste voll. Und hier habe ich jetzt den ganzen anderen Kram reingepackt. Ne? Den nehme ich jetzt schon mal wieder mit. Ach ne, wir haben ja hier noch 84. Ach super. Das ist doch gut. Die könnten wir rein theoretisch verkaufen. Das ist noch die Gießkanne. Haben wir denn da noch Platz für die Stiefel? Wo haben wir sie denn? Ne. Immunität. 2, Verteidigung 4. Verteidigung 1. Ja gut. Wie gesagt, ich reite jetzt erstmal oben rum und gucke, ob da noch was ist. Dann reiten wir wieder runter in der Hoffnung, Sam nochmal anzutreffen. Und Struppel wieder total wild. Und hat mal wieder nichts zu futtern, ne? Ja gut, eine Haselnuss brauche ich nicht unbedingt. Da unten ist auch noch eine. Also, wie sieht es... Hallo Linus, wie sieht es hier oben aus? Sind da zufällig Pfeile? Nein, ich sehe gerade keine. Ach Mann. Schade, ich habe so gehofft, dass wir da jetzt noch ein bisschen mehr Glück haben. Aber okay. So, da unten zeigt einer hin. Das könnte aber auch... wieder nur irgendeine Frucht oder so sein. Ja, es ist die Haselnuss. Okay. Ach, George hat ja heute Geburtstag, ne? Aber komm. Ist egal. Der bekommt jetzt ausnahmsweise mal kein Geschenk. Ja gut, da oben zeigt noch ein Pfeil hin, aber da ist ja eigentlich nichts mehr zum Umgraben. Deshalb wüsste ich jetzt ganz gerne, wo treibt sich denn der Sam rum? Wo ist der denn hingegangen? Der ist doch nicht... Huch, der ist doch nicht hier drin, oder? Sam, bist du hier? Nein. Wo könnte der denn sein? Da ist Evelyn. Ist der am Strand? Ich weiß ja nicht. Im Herbst? 15.10 Uhr? Sam, ich habe da was für dich. Eine wundervolle Seegurke. Ich flitze mal eben kurz hier rüber. Gucken, ob hier noch kleine Würmchen sind. Aber den ganzen Kram, ganz ehrlich, müssen wir jetzt nicht mehr unbedingt mitnehmen. Nee, keine kleinen Würmchen, kein gar nichts. Schade. Ach Mann. Ja, soll ich jetzt doch noch ein bisschen angeln? Ich habe ja jetzt noch... Ja, den Köder habe ich ja jetzt noch. Wisst ihr was? Da mache ich das auch. Ich gucke jetzt nochmal eben hier vorne. Aber nein, das war's schon. Okay, dann werfe ich jetzt hier nochmal die Angel aus. Huch, wir angeln ein bisschen und reiten dann vielleicht später nochmal zu Sam. Vielleicht haben wir heute wieder so viel Glück. Das wäre richtig gut. Aber das in der Mine in der letzten Folge, das war schon sehr ergiebig, muss man ja sagen. So viele Geoden. War schon cool. Auch wenn jetzt nur eine Sache drin war. Aber hey... Wenigstens mal etwas. Ja, okay, eine Sardine. Ich möchte Schätze. Los, gib mir coole Schätze. Oh, oh, was ist das denn für einer? Ist ja komisch. Wackelt so ein bisschen hin und her. Was ist denn das? Was? Das war auch eine Sardine? Hat sich ganz anders verhalten, aber gut. Bitte, wenigstens einen Schatz. Das wird leider keiner. Ach, schade. Na gut, wenigstens perfekt. Ich habe übrigens gelesen, fällt mir gerade ein, dass ich den Köder, den ich jetzt dran habe, wohl gemeinsam mit dem Magnet verwenden kann. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich so ist, dass die Chance dann doppelt so hoch ist, Schätze zu bekommen. Ich werde es auf jeden Fall nachher mal ausprobieren, wenn ich dran denke. Aber diesmal ist es nicht so erfolgreich, ne?
Oh, Willi macht sich wieder auf den Weg, wo auch immer er hingeht. Ich weiß es nicht. Warum bekomme ich jetzt keine Schätze mehr? Was soll das? Das ist ja richtig blöd. Oh, eine Seegurke. Mensch, hätte ich die gar nicht aus meiner Kiste rausnehmen müssen. Ja, ich denke, so bis 18 Uhr oder so können wir jetzt nochmal angeln. Und dann hoffe ich, dass Sam wieder zu Hause ist. Oder dass er vielleicht vor seinem Haus steht. Macht er ja auch manchmal mit dem lieben Sebastian. Ja, Ostwind futtert wieder den Sand oder ich weiß es nicht. Oder leckt da ein bisschen Salzwasser auf. Ist auch okay. Soll er mal machen. Warum bekomme ich jetzt keine Schätze mehr? Was soll das? Das ist doch richtig doof. So, 17.50 Uhr. Ich denke, das hier wird jetzt unser letzter Angelversuch. Na komm. Beiß an. Immer noch kein Schatz. Oh, was ist das denn für ein Fisch? Könnte das der Thunfisch sein? Und? Es ist der weiße Thun. Okay. Gut, den ganzen Kram, den lasse ich jetzt mal in den Krabben reißen. Das ist momentan nicht so wichtig. Wichtiger ist, wo Sam ist. Da ist auf jeden Fall Elliot. Sam, bist du in der Kneipe? Da ist auf jeden Fall Mani. Pass mal auf, wir gucken einfach mal. Ich glaube es aber eher nicht, oder? Nee, und hier von rechts ist er eigentlich auch nur am Freitag, ja. Okay, okay. Ja, Sam, ich weiß es nicht. Dann komme ich jetzt mal bei dir zu Hause vorbei. Bist du hier mit Sebastian? Nein. Wo treibt er sich denn rum? Ach, der ist zu Hause. Sam, Mensch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du schon wieder da bist, aber gut. Hey, tausend Dank, Lilly. Ich hätte wissen sollen, dass du dich darum kümmerst. Ja, immer gerne. Und 225 bekomme ich von dir. Hallo, Kent, mein Lieber. Wo gehst du hin? Vielleicht in die Küche, hat Jody schon Essen gekocht. Penny geht auch nach Hause. Okay. Dann werde ich jetzt gleich im Schuppen auf jeden Fall noch die Kiste aufstellen. Mit den ganzen Erzen und so drin, dass ich die da auf jeden Fall gesammelt habe und nicht jedes Mal wieder zurück muss. Und dann wollte ich mir auch noch irgendwelche Früchte oder aber Gemüse schnappen. Bis dann auch dahin kommt. Ostwind, ich lasse dich mal wieder wie immer stehen. Oho, Leute, kleine Würmchen auf der Farm. Wie großartig und es ist nur Lehm. Aber na gut. Da auch noch ein Trüffel. Ach ja, war doch mal wieder ganz ergiebig. Ist das hier vorne fertig? Das hier? Ach nee, Quatsch. Sah gerade nur so aus. Okay, okay. Gut, dann haben wir Alex wenigstens die... Ach, Alex, sag ich schon. Sam wenigstens die Seegurke gebracht. Den Geburtstag von George haben wir dann einfach mal komplett ignoriert. Aber okay. Also, das verkaufe ich, das verkaufe ich, das verkaufe ich, das verkaufe ich. Heu wollte ich reinlegen. Ach, ja, genau, Heu. Mensch, warum habe ich das nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Und das wollte ich verkaufen, habe ich auch nicht gemacht. Lasst uns jetzt mal gucken, wovon wir relativ viel haben. 14, 26, 27. Rotkohl ist keine so schlechte Idee. 20 davon, 20 davon. Wollen wir erstmal die ganzen Lachsbeeren verwerten? Ich meine, die braucht man doch für nix, oder? Habe ich immer so das Gefühl. 31 davon. Wir könnten auch mal die uralte Frucht irgendwie zu Wein machen. Da habe ich auch gelesen, dass das wohl relativ viel Geld gibt. Aber jetzt stelle ich die Kiste erstmal hier irgendwo auf. Soll ich das direkt mal hier unten machen? Oder ist es schlauer, dass hier... Ach, eigentlich ist es egal, ne? Eigentlich ist es egal. Also das kommt auf jeden Fall weg, das kommt weg, das kommt weg. Nein, das brauche ich direkt. Also das nehme ich dann mit. Das brauchen wir nicht. Dann machen wir lieber die hier. Und davon, was mache ich denn jetzt gerade? Ich mache hier nur Unsinn, ne? Sehe ich gerade? Dann machen wir da jetzt auf jeden Fall noch ein paar Eisenbarren. Die können ja nicht schaden. Und da oben packe ich dann zwei Lachsbeeren rein. Da kann wundervoller Saft draus gemacht werden. Und hier kommen die Trüffel hin. Und dann muss ich rein theoretisch den ganzen Kram nicht immer mitschleppen, oder? Ja, die 8 muss ich jetzt hier nicht lagern. Da muss ich halt... Ja, jeden Tag hier dran ist ja auch blöd. Ich kann ja die jetzt erstmal behalten. Dann haue ich die auf jeden Fall hier noch rein. Wie spät ist es denn? Ach, 20.50 Uhr erst. Das geht ja noch. Das geht ja noch voll klar. Dann lege ich jetzt erstmal hier in den Ställen noch kurz das Heu aus. Nicht, dass es da morgen zum Eklat kommt, wenn die Tiere wieder nichts haben. Bei, sieht ja noch gut aus. So. Dann packe ich jetzt noch die Seegurke weg. Die Trüffel, gut, habe ich jetzt dabei, weil das ist ja morgen sowieso direkt fertig. Und die Barren genauso. Es ist dann unlogisch, das jedes Mal wieder in die Kiste zu packen.
würde ich sagen. Also Seegurke hatten wir doch jetzt noch eine, ne? Reicht das denn? Ach komm, das reicht doch locker. Packen wir die hier noch weg. Dann kommen die hier noch rein. Da habe ich jetzt noch die 5. Das ist der Käse, der kommt nach unten. Okay. Und wisst ihr was? Die Schuhe, die packe ich jetzt auch weg, weil ich sowieso... Quatsch, falsche Kiste. Weil ich sowieso... Ach, hier kann ich sie gar nicht reinpacken. Dann nehme ich... Pass mal auf, wo haben wir denn jetzt die Magnetdinger? Wo habe ich die denn jetzt hingepackt? In meiner nicht weisen Voraussicht. Habe ich sie hier? Ja, hier habe ich sie. Okay, dann nehme ich die mit. Packe dann jetzt da einfach die Stiefel rein. Und dann gucken wir mal, ob das zusammen... Oh, das wird sogar zusammen funktionieren. Leute, vielen Dank für den Tipp. Da werde ich dann vielleicht morgen nochmal angeln gehen und dann gucken, ob wir vielleicht etwas schneller an Schätze kommen. Das wäre gut. Da sind 4 fertig. Wie passend, dass ich hier gerade 4 dabei habe. So, Nummer 1, da kommt Nummer 2 rein, da kommt Nummer 3 rein und hier kommt Nummer 9. Da kommt... Nein, da kommt Nummer 4 rein. So, hier ist jetzt nichts mehr, ne? Genau. Gut, gut. Dann würde ich sagen, packe ich jetzt dieses hässliche, komische Skelett von Gunther weg. Ach, hier habe ich ja keinen Platz mehr, ne? Aber ich kann doch. Ich kann das doch jetzt einfach so machen und kann das hier... Kann ich doch einfach in den Müll ziehen, oder? Ich meine, ich habe es ja sowieso im Möbelkatalog. Gute Nacht, mein lieber Struppel und gute Nacht, liebe Lea. Ach ja, viel verdient haben wir heute nicht unbedingt, ne? Aber okay, passt schon. Oh, heute regnet es. Und Luisa steht am Bett. Guten Morgen, meine Liebe und hallo Struppel. Jonas, mein Lieber, ich ignoriere dich jetzt einfach mal. Wie sieht es eigentlich bei uns aus? Huch, könnte ich mal eben kurz nachschauen. Wie ist es denn da? Ach ja, Jonas, das wird ein Herz. Ist doch okay. Und wir haben mal wieder Post. Grüße, junge Adept. Ich habe in diesem Paket einen Gegenstand von arkaner Bedeutung verpackt. Nutze ihn weise Emras Modius Zauberer. Eine gefrorene Träne für Sebastian, denke ich mal. Dem könnte ich nämlich mal wieder was schenken. Ist schon lange her. Oh ja, das sieht doch gut aus. Habe ich jetzt noch? 36 habe ich jetzt noch. Okay, Trüffel habe ich jetzt da noch 5 und da oben brauche ich 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann nehmen wir die nochmal mit und machen dann hier nochmal ein paar wundervolle Eisenwaren. Da haben wir die Trüffel, die kommen mit, beziehungsweise das Trüffelöl. Die kommen rein und das hier schnappen wir uns. Brombeergelee. Oho, nein. Wie köstlich. Dann machen wir da doch direkt nochmal 6-mal Lachsbeeren-Gelee. Leute, meine Aufnahme ist abgebrochen, weil meine Festplatte voll war. Ich weiß jetzt nicht, wie viel... Oh, Kürbisse sind fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie viel nicht aufgenommen wurde. Ich gehe aber davon aus, dass es, wenn überhaupt, nur ein paar Minuten waren. Weil normalerweise sehe ich das ja immer direkt und habe mich gerade so gewundert. Hey, die Zahl da oben, die sonst immer rot ist, die ist jetzt plötzlich gelb. Was ist da passiert? Und eigentlich fällt mir das doch immer relativ schnell auf. Von daher dürftet ihr jetzt gar nicht so viel verpasst haben. Aber trotzdem, sorry an der Stelle. Ich habe als letztes, glaube ich, gesagt, dass ich irgendwas bei den Schleimen machen wollte. Dass ich da, ach ja, genau, bevor es mehr Schleime werden, dass ich da auf jeden Fall den Zaun so als eine Art Wand platziere, hatte ich ja schon irgendwann mal gesagt. Dass ich das gesehen habe und dass ich das für relativ effizient halte. So, ihr Lieben, ihr bleibt heute alle drin, ne? Das ist doch auch mal was. Warum nicht ein schöner Tag im Stall? Und was machen wir heute? Es ist Donnerstag. Soll ich echt nochmal in die Mine gehen? Also in die 60er Ebenen für gefrorene... Hallo, Jabata hat keine Milch. Für gefrorene Geoden. Also das war schon richtig cool, muss ich sagen. Auch wenn wir da nur eine Sache rausgekriegt haben. Aber trotzdem, besser als nichts. So, hast du Milch, meine Liebe? Focaccia hat gerade keine. Was ist denn jetzt mit dir? Du hast Milch. Okay, okay, dann da nochmal liefern. Da nochmal. Und dann haben wir doch endlich wieder 4-mal Milch. Ach, wie schön. Und davon sogar 3-mal Ziegenmilch. Der kommt wieder rein. Und wir machen uns auf zu den Schweinen und Schafen. Ach ja, ich wollte gerade schon hier aufmachen. Müssen wir ja gar nicht. Ich hoffe, der Blitz schlägt mal wieder ein in unsere wundervollen Blitzableiter. Dass wir da hoffentlich nach und nach mal wieder ein paar Batterien bekommen. So, gib mir Wolle. Da nochmal lieb haben, da nochmal lieb haben, da nochmal. Und gib mir Wolle. Ja, danke schön. Da auch nochmal lieb haben, da auch nochmal. Dann machen wir noch einmal Stoff. Das kommt weg, das kommt weg. Nein, Stoff wollte ich noch mitnehmen. Und meine armen, kleinen, vernachlässigten Häschen. Habt ihr mal wieder was Schönes?
klebt ein Hasenfoto. Ach, ich habe übrigens gelesen, die Hasenfotos soll ich aufheben. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele ich habe. Auf jeden Fall mag die wohl jeder außer Penny. Als Geschenk ist also auch keine ganz schlechte Idee für Pierre oder so. Ich werde mal schauen, wie viele ich davon habe. Also, wir hauen auf jeden Fall das hier weg. Das braucht kein Mensch. Das kann weg. Dann verkaufen wir den hier. Das kommt weg. Den müssen wir behalten. Da habe ich jetzt noch die hier. Wie sieht es jetzt aus? Hasenfoten. Nein, falsche Kiste. Hasenfoten habe ich nur eine. Ja, wisst ihr was? Dann behalte ich die doch auf jeden Fall noch. Und jetzt habe ich mein Inventar ganz schön voll mit Kram, den ich jetzt gerade nicht brauche. Aber egal, würde ich sagen. Gefrorene Träne. Wie sieht das jetzt aus mit Bomben? Ich glaube, da hatten wir gar keine mehr, ne? Schatzjäger, nee, eine Kirschbombe. Ja gut, die muss ich jetzt nicht unbedingt verballern. Da war auch nichts drin. Okay, okay. Dann lasst uns mal überlegen. Wir gehen zu Sebastian, da gehe ich echt in die Mine und mache da ein bisschen was. Und eventuell können wir dann später noch ein paar Schätze angeln, das wäre richtig gut. Weil ansonsten ist ja heute nicht ganz so viel los am Donnerstag. Haselnuss möchte ich immer noch nicht mitnehmen, die auch nicht, die da unten auch immer noch nicht. Ich reite aber mal eben kurz nach oben. Gucken, ob da noch mal kleine Pfeile sind. Nein, sehe ich gerade nicht auf den ersten Blick. Okay, dann wird hier wohl nichts zum Ausgraben sein. Oh, Sebastian, hey, ich habe was für dich. Das mag ich am liebsten. Woher wusstest du das? Wenn du Glück hast, siehst du bei diesem Wetter einen Frosch. Okay, gut. Ich habe doch schon einen Frosch gesehen, Sebastian. Du bist doch der Frosch hier. Du warst mal der Prinz und jetzt bist du ein Frosch geworden. Sind hier irgendwo kleine Pfeile am Rand? Nein, sehe ich nicht. Kann ich nicht bei ihm auch Bomben kaufen? War das nicht so? Dass ich vielleicht... Ja, ja, nein, ich bin kein Spion. Dass der mich immer vollquatscht vorher, ne? Bombe, 600. Soll ich mal... Komm, wir kaufen mal 20. Wir kaufen jetzt einfach mal 20 Bomben und sprengen uns da durch die 60er Ebenen. So, Ebene 60, da fangen wir einfach mal an. Das wäre so geil, wenn ich jetzt auch so ein Glück haben würde. Die Schleime muss ich jetzt sowieso noch trinken. Also, ich setze sie einfach mal... Ja, das ist nicht so effizient, weil da ist ja nichts drin, ne? Ach komm, ich setze die... Hallo, funktioniert das auch? Ich muss auch richtig stehen, ne? Ich hoffe, ich bin weit genug weg. Huch, ich war nicht weit genug weg. Und ich habe nicht mal die Leiter gefunden. Doof. Ja, war jetzt auch nicht so klug gesetzt, die Bombe, weiß ich selber... So weg. Oh, so fröhliche Musik, ne? Hier in der Mine. Das ist auch manchmal echt merkwürdig. Teilweise... Oh, ich wollte aber das hier noch eben öffnen. Oh, ein Amethyst. Teilweise ist gar keine Musik. Dann ist wieder so total unpassend irgendwie. Na, komm her, mein Lieber. Komm, 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 komm. Nach den Mondgesichtern sind das doch meine Liebsten hier. Soll ich hier eine hinsetzen? Machen wir einfach mal. Ich wurde wieder getroffen. Was zur Hölle? Ich brauche Geoden. Bitte, bitte. Gebt mir doch Geoden. Oder von mir aus Eisenerz. Soll ich das mal einfach sprengen? Auch sinnlos, was ich jetzt gerade tue. Aber egal. Jetzt haue ich aber die Bomben raus. Ne? Und da haben wir zwei Geoden. Das ist doch schön. Eisen nehme ich natürlich auch wieder mit. Kupfer muss nicht unbedingt sein. Ach, blöde Fledermaus. Geh doch weg. Ihr könnt auch wegbleiben. Euch brauche ich nämlich, glaube ich, gar nicht für die Liste von Marlon. Oho, noch mehr gefrorene Geoden. So gefällt mir das. Hallo, kann jetzt jemand die Leiter kommen? Kein guter Tag heute, oder? Spät ist es? 13:50. Ja gut. Ist ja noch okay. Weiß ich aber nicht, ob wir es mit dem Angeln heute noch schaffen. Hallo, kann jetzt hier mal bitte die Leiter kommen? Unglaublich. Da sind nochmal gefrorene Geoden. Das ist schön. Ich glaube, ich muss euch jetzt töten. Ne? Ihr geht mir dann ein bisschen auf die Nerven. Da ist die Leiter. Und wir sind hier in der nächsten Ebene in 64 und werden direkt begrüßt von einem Schleim und einem komischen Gespenst. Ich gehe aber jetzt mal hier vorne lang. Kann ich hier noch eine Bombe effizient nutzen? Nicht so wirklich, ne? Aber ich mach's trotzdem. Vielleicht wird ja schon der Weg nach unten freigesprengt. Nein. Nee, ich habe echt das Gefühl, heute läuft es nicht so gut mit der Leitersuche. Wie viele Geoden habe ich? 6. Oho.
Na, eigentlich müsste ich das jetzt wirklich jeden Tag hier so ein bisschen machen, ne? So ein paar Dioden irgendwie sammeln und dann am nächsten Tag bei Clint öffnen lassen. Was gibt's doch nicht hier mit der Leiter? Dauert das denn so ewig? Ich meine, es ist ja gut, wenn ich hier viel weghaue und dann vielleicht auch nochmal Eisen oder so bekomme. Das ist ja gar nicht so schlecht. So, ich glaube, ich sprenge das einfach mal. Moment. Da so. Nur ein paar Steine. Nein, auch noch eine Geode. Ach, wunderbar. Komm her, du blöde Fledermaus. Ich habe dich schon gesehen. Ah, da ist schon die Leiter. Dann gehen wir auch direkt runter. Und ich glaube, wie ist das denn, wenn ich... Weg, 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 weg. Ich bin zu nah dran. Ich bin verdammt nochmal zu nah dran. Nein, doch nicht. Nein, doch nicht. Das hat noch gepasst. So, Eisenerzen nehmen wir mit. Da kommt wieder eine blöde Fledermaus. Das hier ist Topaz, ne? Und ich brauche erstmal stundenlang, um hier mein Schwert auszuwählen. Ach, da ist schon die Leiter. Noch mehr Geoden. Ach super, die Steine nehmen wir auch mit. Und dann gehe ich jetzt aber runter, würde ich sagen. Oh, werde ich auch direkt wieder begrüßt. Hey, hallo. Steine nehmen wir mit. Und ein Aquamarin. Und schon die nächste Leiter. Und mal wieder so ein Geist. Und noch eine Leiter. Okay, ich nehme alles zurück von wegen schlechter Tag, was ich gesagt habe. Wie er hier langsam ankommt, ne? Du gehst doch sowieso drauf. Mit diesem lustigen Geräusch. So, nehmen wir das noch mit. Und es ist 17.10 Uhr. Alles klar. Da kommt dich natürlich auch noch. Die Fledermaus natürlich auch noch. Da kommt wieder so einer. Was ist denn hier los? Ganze Familie. Ich weiß nicht, wie die heißen, diese Dinger, aber die sind hier auch lustig. Weg mit euch. Da ist schon die Leiter. So, kann ich jetzt hier noch irgendwas effizient sprengen? Da haben wir erstmal die Fledermaus. Das hier zu sprengen wäre ein bisschen sinnfrei. Wisst ihr was? Ich gehe einfach runter. Wie viele Geoden habe ich? 11. Oh, wie gut. Ach, jetzt bin ich ja schon... Ach, jetzt bin ich ja schon in den 70ern. Sind denn hier auch noch gefrorene Geoden gewesen? Ich weiß das gar nicht mehr. Aber vermutlich eher nicht, ne? Ach, da kommen schon die blöden Skelette. Nee, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich meine, wir haben 11 Geoden. Das ist doch schon mal ganz gut, ne? Ist hier eigentlich noch was drin? Nein, gar nichts. Okay. Ostwind, mein Lieber, ich lasse dich stehen und wir reiten. Ach, genau, wir reiten. Wir fahren zur Bushaltestelle. Ach ja, das hier wollte ich jetzt noch mitnehmen. Ja, ich meine, bei 11 Geoden, da könnte doch mal was Cooles dabei sein. Oder etwa nicht. Wir hauen das hier weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Die 11 Geoden behalten wir natürlich. Aquamarin. Wie viel haben wir davon? 16. Okay. Dann muss ich die Steine noch wegpacken. Genau. Die Bomben könnte ich ja rein theoretisch eigentlich mitnehmen. Davon habe ich 11. Okay, okay. Das bedeutet, ich verkaufe das hier noch. Zu den Tieren muss ich gerade nicht. Dann fülle ich jetzt nur eben die Kiste hier vorne. Und da dürfte doch auch schon wieder... Genau, da dürfte doch schon wieder ein bisschen was fertig sein. So, dann stocken wir da noch bei den Eisenbahnen auf. Das ist auch mal ganz gut. Und jetzt habe ich 2 Trüffel. Ich brauche aber 3. Na, fantastisch. Das kommt jetzt. Soll ich das mit... Nee, Quatsch, das nehme ich jetzt nicht mit. Was habe ich gesagt? Ich brauche noch einen Trüffel. Genau, ich brauche noch einen Trüffel. Und was kann denn jetzt noch hier rein? Ansonsten gar nichts, ne? Weil das hier morgen sowieso wieder fertig ist. So, Trüffel Nummer 1, Trüffel Nummer 2 und Trüffel Nummer 3. Gut, das ist soweit alles befüllt. Wie gesagt, das haben wir für morgen. Dann würde ich sagen, gehen wir heute mal wieder etwas früher schlafen, oder? Das kommt noch rein und das hier kann ich direkt noch verkaufen. 3-mal Öl, genau. Ja, gehen wir heute mal ein bisschen früher. Können vielleicht auch noch mal Luisa lieb haben, wenn sie noch nicht schläft, aber wahrscheinlich tut sie genau das. 2-mal Käse ist fertig. Und wie viel ist hier noch drin? Ach ja, ein bisschen was, ne? Das hier weg. So, dann hätten wir das auch erledigt. Bomben habe ich dabei. Das ist doch ganz in Ordnung für den nächsten Tag. Muss ich nur daran denken, dass ich wieder mit leerem Inventar hingehe. Ihr schlaft alle schon, ne? Ach, Luisa. Wie sie ihn hochwirft, obwohl er pennt. Wie mies ist das denn? Hallo, Luisa. Ich kann gar nichts machen mit dir. Auch schade. Na gut. Lea, bist du denn auch schon im Bett? Nein. Lea, wo bist du? Bist du hier noch bei der Arbeit? In einer Nacht wie dieser werden wir entspannt einschlafen. Ja, das will ich doch hoffen.
Das will ich doch hoffen, meine Liebe. So, wir gehen schlafen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.